mich sehr, den Dompfarrer Tommy Faber unter uns zu begrüßen, ihn auf die Bühne zu bitten. Er ist ja Hausherr sozusagen des Stephansdoms und als Kooperationsveranstalter sozusagen auch Gastgeber. Herr Dompfarrer, herzlich willkommen. Sie sind ja Seelsorger hier mit dem Herzen der Stadt, aber ich nehme an, nicht nur die Menschen hier liegen Ihnen am Herzen, sondern auch Sie blicken sich ja weiter hinaus. Danke vielmals. Ja, ich versuche, den Blick hinauszurichten in die ganze Stadt und über diese Stadtgrenzen hinaus ins ganze Land. Und wenn ich auf meinen Hintergrund schaue, hier auf den Dom, dann ist das ja nicht nur ein Produkt der Wienerinnen und Wiener, sondern aus der Geschichte heraus ein europäisches Denkmal des Glaubens, ein europäisches Beispiel, was es heißt, aus den Dombauhütten Frankreichs, Deutschland, Ungarns, hier etwas zusammen an Weisheit zu bilden, um ein Bauwerk zu bauen, das Heimat ist für Menschen aus allen Nationen. Wir haben 5,2 Millionen Besucherinnen und Besucher im Laufe eines Jahres, haben wir jetzt gezählt. Und davon sind natürlich sehr, sehr viele Besucher oder Menschen, die sich hier in der Stadt Wien neu beheimatet fühlen, aus fernen Ländern kommen und genau wissen, wenn im Herzen einer Stadt so ein Puls schlägt wie betende Menschen, die sich immer wieder neu umformen lassen nach dem Willen Gottes, sich immer wieder neu auf die Liebe einschwören, dann muss da als Frucht Frieden unter den Völkern herauskommen. Und so bin ich froh, dass wir vor diesem Gotteshaus, aber heute auch im Gotteshaus des Stephansdomes gemeinsam beten, gemeinsam feiern, gemeinsam Fäden spinnen, die uns nicht fesseln, sondern die uns befähigen, viel für die Menschen in diesem Land und in ganzen Europa zu tun. Eine schöne Gelegenheit, hier zusammenzukommen. Normalerweise ist es so, wenn katholische Veranstaltungen sind, dann gibt es schlechtes Wetter. Dass es auch bei ökumenischen Veranstaltungen schlechtes Wetter gibt, ist mir neu, aber es soll uns nicht daran hindern, Christen zu sein, nicht nur für Schönwetter und Sonnenstunden, sondern Christen für alle Fälle, für alle Jahreszeiten. Ich freue mich, dass wir hier gemeinsam beten, feiern und uns informieren können. Ja, wir danken für die Gastfreundschaft und danke für Ihre Worte hier an uns.